Urlaub AD, ab jetzt wird endlich wieder geschuftet. Gut, die Begeisterung der Spieler des LHV Hoyerswerda könnte beim Anblick der Laufbahn auf dem FKO-Gelände größer ausfallen. Seit einer Woche nun ist die Mannschaft wieder im Training und macht die wohl unangenehmste Phase der Sommervorbereitung durch, nämlich Grundlagenausdauer. Also nix mit Handball, jetzt wird gelaufen, was das Zeug hält. Sei es am Dreiweiberner See, im Jahnstadion oder eben auf dem Gelände des FKO. Außer beim gemeinsamen Grillen kennt Trainer Conny Böhme in dieser Zeit wirklich keine Gnade. Ja, ich glaube, wenn man als Trainer jetzt immer nur Freund ist, macht man was falsch in der Vorbereitung. Also die können mich mal kotzen über mich auch nach so einem Training, das ist kein Problem. Da darf man nicht zu weich sein. Aber ja, ein bisschen Kumpel ist man trotzdem immer dabei. Das ist unsere Philosophie in unserem Verein, auch in unserer Truppe, dass das funktioniert und das passt schon. Und das merkt man auch. Trotz der ungeliebten Einheiten zieht die Mannschaft super mit. Denn ohne die notwendige Ausdauer sind 60 Minuten Tempohandball nicht möglich. Das weiß so ziemlich jeder im 18-köpfigen LAV-Kader, der sich zum Auftakt etwas verändert hat. Mit Florian Arendt und Leon Burmeister sind gleich zwei Rückraumspieler zur zweiten Mannschaft des HC Elbflorenz Dresden gewechselt. Die beiden wagen sich an Elbflorenz 2 in der dritten Liga ran. Und der LAV hat ihnen bei diesem Unterfangen keine Steine in den Weg gelegt. Auf die Abgänge mussten die Zusestädter aber dennoch reagieren und dies geschah wie gewohnt aus den eigenen Reihen. Mit Nico Köppner für links außen, Ben Nitsch im Kreis und Jakob Kretschmann für den Rückraum Mitte haben gleich drei Spieler aus dem LHV-Jugendbereich den Sprung zu den Männern geschafft. Zudem kehrt der erfahrene Nico Pollack in das erste Team zurück. Vier neue Impulse, von denen sich Trainer Conny Böhme einiges verspricht. Ja, die Jungen, die sind natürlich ehrgeizig, die werden natürlich um ihre Position kämpfen. Gerade auch den Älteren ein bisschen Druck machen. Das hoffe ich zumindest, dass sie das machen. Die wollen natürlich auch spielen, das ist klar. Bringen uns sicherlich in unserem Spiel noch mehr Schnelligkeit, was uns gut tut. Nico, seine Stärken, die kennen wir von früher noch. Deswegen, er ist ein erfahrener Mann, der die Truppe auch ein bisschen mitleiten soll, eine Abwehrstabilität geben soll und vorne auch immer für die einfachen Tore mal der richtige Mann ist. Zudem sind auch Vorjahresverletzte wie Toni Jeschke und Tobias Sieber zurück im Team, sodass Conny Böhme wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Eine komfortable Situation für den 38-Jährigen, der den LHV schon seit 2014 coacht und nach wie vor mit vollem Einsatz brennt. Die gute Vorsaison mit dem 5. Tabellenrang macht Lust auf mehr. Doch wer nun glaubt, dass der Übungsleiter alles umkrempeln wird, der irrt. Wir wollen grundsätzlich das Spiel nicht ändern. Wir wollen weiter offensiv in der Abwehr agieren, ein schnelles Spiel nach vorne machen. Aber so ein paar Stellschrauben haben wir natürlich immer noch. Gerade denke ich mal, im Überzahlspiel wollen wir uns etwas anderes einfallen lassen und vielleicht die ein oder andere Spielzug noch ändern, schneller ins Kontern kommen. Aber an unserer Grundspielweise, unserer Philosophie ändern wir jetzt nichts. Das haben die Spieler auch im Blut. Und auch die Jugend, die hochgekommen ist, hat das jetzt in der Jugend gespielt. Deswegen ist dort ein nahtloser Übergang. Das wird funktionieren, hoffentlich. Damit auch alles funktioniert, wird weiter hart gearbeitet. Der Athletikteil der Vorbereitung geht insgesamt 3 Wochen und wird unter anderem durch ein Fußballspiel am kommenden Freitag gegen den SV Zeisig aufgepeppt. Ab dem 31. Juli steht wieder das Spiel mit dem Handball im Vordergrund. Und es geht zum bereits 4. Mal ins polnische Trainingslager nach Zgorza Wielkopolska. Getestet wird beim LHV natürlich auch noch. Am 10. und 11. August ist die Mannschaft beim Spitzencup in Plauen zu Gast. Ehe am 17. August ein echter Härtetest beim Turnier des Drittligisten DHFK Leipzig 2 folgt. Richtig ernst in der Liga wird es ab dem 7. September. Dann steht das erste Match gegen die HSG Neudorf-Döbeln vor heimischer Kulisse an. Trainer Conny Böhme, der unter anderem Oberliga-Absteiger Zwickauer HC und Glauchau Merane als Favoriten für die neue Saison sieht, gibt keine Platzierung vor, zeigt sich aber dennoch sehr selbstbewusst. Hoffentlich ganz oben. Ja, das ist, wir spielen, wie gesagt, immer, um jedes Spiel zu gewinnen. Und das ist auch unser Motto nächste Saison. Und wenn das uns gelingt, sind wir ganz oben. Was ein bisschen unwahrscheinlich ist vielleicht, aber wir wollen natürlich oben mitspielen, das ist klar. Man wird sehen, wie das Team so nach den beiden Abgängen jetzt das gerade im Rückraum kompensieren kann. Da werden wir uns was einfallen lassen. Aber wir wollen natürlich wieder eine gute Rolle oben mitspielen und das nicht erst zur zweiten Saison, sondern gleich von Anfang an. Fazit nach den ersten Trainingseindrücken. Die Mannschaft aus Hoyerswerda wirkt entschlossen und ist gewillt, in der Zusestadt sofort gute Laune zu verbreiten. Denn ein Plus der Vorsaison soll auch in der neuen Spielzeit greifen. Und das ist die Einheit zwischen Mannschaft und Fans. Bleibt der LHV Hoyerswerda verletzungsfrei, so ist ihm gleich zu Beginn ein guter Saisonstart zuzutrauen. Doch auch in Hoyerswerda ist man gewarnt, denn anderorts wird ebenfalls hart gearbeitet. Unter anderem in Kuhnewalde, mit einem alten Bekannten und Vorgänger von Conny Böhme.
Ja, auch beim HVO Kuhnewalde wird seit dem 25. Juni wieder geackert. Und zwar unter der Leitung des ehemaligen LHV-Trainers Carsten John. In Hoyerswerda nur mäßig erfolgreich, coacht John nun den amtierenden Sachsen-Pokalsieger. 30:22 hieß es gegen die SG Leipzig 3 Anfang Mai. Und in Kuhnewalde war die Freude nach dem Sieg riesengroß. Aber ausruhen möchte sich der Tabellensechste des Vorjahres nicht. Ganz im Gegenteil. Carsten John hat seine Männer sofort wieder in die Pflicht genommen. Unter anderem mit einem vereinsinternen Triathlon und Laufeinheiten an den Kottmarschanzen. Personell hat sich die Situation beim HVO verbessert. Kein Spieler der Vorsaison hat das Team verlassen. Dafür sind zwei neue bei den Oberlausitzern am Start. Steve Marshall vom HCL Florenz 2 verstärkt nun den Kader. Und auch Oliver Assmann ist zurück, jedoch zunächst in der zweiten Mannschaft. Die bis dato bekannte Spielgemeinschaft des HVO im Männerbereich gibt es nicht mehr. Stattdessen trainieren die erste und zweite Mannschaft zusammen. Zukünftig sollen auch junge Spieler wie Jonas Kling, Paul Wagner, Lorenz Schreiber und Lukas Posselt den Sprung in den Männerbereich schaffen. Doch bis es soweit ist, steht für den aktuellen Kader noch ein weiteres Trainingslager im August sowie weitere Tests, unter anderem am 2. August in Riesa, am 6. August in Pirna und am 10. August beim Turnier in Weinböhle auf dem Plan. Richtig ernst wird es dann am 7. September zum Auswärtsspiel beim HSV Dresden. Aus Kuhnewalde kommt das Signal eines eingespielten Teams, das mit dem Schwung des Pokalsieges und der Unterstützung aus der beschaulichen Gemeinde angreifen will. Gelingt der Saisonstart besser als im Vorjahr, so kann die 7 von Carsten John zur Überraschung aus der Oberlausitz aufsteigen. Doch auch mit dem 3. im Lausitzwellebunde muss ebenfalls gerechnet werden. Gemeint ist natürlich der SV Kobeck-Görlitz, der in der vergangenen Spielzeit oben mitspielte und am Ende durch die Derby-Niederlage am letzten Spieltag gegen den LHV den 3. Rang belegte. Doch spätestens seit dem 11. Juni sollte das bittere Saisonende abgehakt sein. Denn auch Trainer Philipp Domko bittet seinen Mann wieder zu den Übungseinheiten. Nicht mehr dabei sind Dennis Oswald und Sebastian Gerlach. Auch der langjährige Kreisläufer Marc Rechner rückt nun ins zweite Glied. Neu im Team ist hingegen Karl Bunke vom OHC Bernstadt. Der 20-Jährige soll den Rückraum außen verstärken. Im Athletikbereich haben die Neißelstädter schon einiges gemacht. Nun stehen die Trainingslager vor der Tür. Unter anderem vom 19. bis 21. Juli zu Hause in Görlitz und vom 8. bis 11. August im polnischen Sagan. Testspiele gegen Bernstadt und Lok Pirna sind ebenfalls geplant. Sicher dabei sind die Görlitzer beim Vorbereitungsturnier in Rietschen am 24. August. Bis dahin hat Trainer Philipp Domko alle Hände voll zu tun. Der Kader ist kleiner geworden, die Mittel beschränkt und dennoch will der Verein wie in den Vorjahren oben angreifen. So kann Görlitz auf der Kreisläuferposition aktuell nur auf Gary Biele setzen. Auch im Altersbereich zwischen 17 bis 21 Jahren ist Kobeck im Vergleich zu den anderen Vereinen dünn besetzt. Mut macht Domko aber die Klasse seiner Mannschaft, unter anderem mit Stützen wie den Baukstadt-Zwillingen oder Fabrice Türkowski. Ob die 7 aber mit Favoriten wie Zwickau oder Glauchau mithalten kann, wird sich zeigen. Bleibt der SV Kobeck-Görlitz von größeren Verletzungen verschont, kann das Team auch wieder oben mit angreifen. Der erste Härtetest steht am 8. September an, dann müssen die Neißelstädter zu Hause gegen Germania Zwenkau ran. Kein leichtes Unterfangen, aber der Start in die neue Spielzeit verspricht bei Kobeck, wie auch dem LHV und dem HVO, jede Menge Spannung. Alle Freunde der Handball-Sachsenliga können sich also schon jetzt auf packende und spannende Begegnungen freuen.